Politik und Politiker hautnah zu erleben, bot nun schon zum 10. Mal das Karl-Humann-Gymnasium in Essen-Steele. Sozusagen Jubiläumsgast der Veranstaltung Humann im Dialog war der neue Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vor wenigen Monaten wurde in Essen wieder ein Oberbürgermeister gewählt, nämlich Sie, Herr Kufen. Vielleicht wollen Sie den Schülerinnen und Schülern kurz vorher erklären, dass das Karl-Humann-Gymnasium, ein städtisches Gymnasium, gewissermaßen Ihnen gehört. Sie sozusagen der Besitzer des CAGs sind und damit für alles verantwortlich sind, was mit dem Gebäude und der Einrichtung zu tun hat. Aber unsere Schule ist als einziges Essener Gymnasium keine Aula. Wir wünschten uns auf unserem historischen Schulgebäude dichte Fenster, eine funktionierende Heizung oder alle 20 bis 30 Jahre mal einen frischen Kammernstrich. Aber Sie sind verantwortlich, Sie sind zuständig. Gemeinsam wollen wir auch heute wieder Politik hautnah erleben, wollen wir zeigen, dass Mitdenken, Mitreden und Mitgestalten in einer lebendigen Demokratie dazugehört. Dialog heißt immer auch Streit, heißt, dass eben nicht immer alle einer Meinung sind, sondern dass man miteinander ringt um die wichtigen Fragen und die richtigen Antworten. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder ins Gespräch kommen. Und ich freue mich auf einen spannenden Dialog mit einem spannenden Gast. Wer hat jetzt das Wort? Haben wir schon klar, dass irgendwas passiert. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Sie dem damaligen Finanzminister das auch gesagt hätten. Wenn man sich mal genau prüft, geht es ja hier nicht darum, Mensch, wie lang ist eigentlich dein Stammbaum? Wie lange bist du schon hier? Was haben deine Eltern für ein dickes Bankkonto? Sondern hier zählen eben ganz oft im Alltag ganz andere Fragen. Ich finde zwei Fragen besonders wichtig, die für unseren Zusammenhalt in unserer Gesellschaft entscheidend sind. Die erste Frage ist, kann ich dir vertrauen? Die zweite Frage ist, bist du da, wenn ich dich brauche? Das finde ich sind zwei Fragen, die viel wichtiger sind als Religion, ob Herkunft, ob Hautfarbe, sexuelle Orientierung. Die Frage, bist du da, wenn ich dich brauche und kann ich dir vertrauen? Und ich glaube, das sind die Dinge, die auch unsere Gesellschaft in der Vergangenheit sehr stark zusammengehalten hat. Also, Stichwort Stadtteil. Und die müssen funktionieren. Die müssen sauber sein, die müssen sicher sein, da muss eine Nachversorgung geben, muss ein Sportangebot geben, da muss eine Schule geben in der Aula, da muss ein Sportplatz geben, ist doch völlig klar. Nee, es gibt eben auch die Motivation im Ruhrgebiet, die heißt eben nicht, einer müsste mal, sondern vor allen Dingen gibt es auch eine Motivation, die sagt, naja, einer muss ja. Ein großes Thema an diesem Vormittag waren natürlich die Flüchtlingsfragen, Unterbringung und Kosten für den Aufenthalt der Asylsuchenden und deren Zukunft. Im Moment werden sie noch vom Bund mitfinanziert. Oder 10.000 Euro bekommen wir vom Land. Dann unsere Kosten liegen ungefähr bei 18.000, 19.000 im Jahr pro Flüchtling. Also da auf der Hälfte der Kosten sitzen. Wenn die aber anerkannt sind als Flüchtling, dann haben wir die zu 100% auf unserer Payroll der Stadt. Da müssen wir das alles alleine bezahlen. Also wir werden da massiv in Diskussionen eintreten müssen, dass wir einfach mehr Geld brauchen, um die große Leistung, die wir hier bringen wollen, auch zu erfüllen. Wir haben letztes Jahr 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Weiß jemand, wie viel Frankreich aufgenommen hat? 80.000. 80.000 nehmen wir in einem Monat auf. Ja, jetzt ist Frankreich nicht irgendwie Entwicklungsland. Wenn ich jetzt zu den neuen europäischen Staaten gehe, ob Polen, ob Slowenien, ob Tschechien, die sagen mir überhaupt keine Flüchtlinge auf. Und wenn ja nur katholische. Ich meine, das ist doch irre. Aber in ganz schwierigen Phasen sind, dass wir aufpassen müssen, dass uns der ganze Laden nicht in die Ohren fliegt. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal so ein bisschen aus diesem Krisenmodus rauskommen, aber über andere Themen reden können und nicht nur über Unterbringung von Flüchtlingen. Offene Worte gab es auch bei einer Frage nach der persönlichen Einstellung zu gesellschaftspolitischen Themen. Die sogenannte Homo-Ehe. Ich wollte einfach mal fragen, Sie haben ja auch einen Lebensgefährten, wie Sie dazu stehen. Ich bin ja sogar verheiratet. Der Unterschied ist zwischen einer normalen standesamtlichen Hochzeit und unserer eingetragenen Lebenspartner, also nicht unserer, sondern mein Mann. Ich glaube, an der Frage Adoption scheint jetzt noch die Geister, vielleicht auch der Geist von Frau Merkel, ist aber wurscht, ich glaube, das wird kommen.
weil ich festgestellt habe, am Ende gibt es homosexuelle Paare, die können schlechte Eltern sein, und heterosexuelle Paare können auch schlechte Eltern sein. Entscheidet der Mensch. Und wenn das Kindeswohl entscheidet, dann muss das Kindeswohl entscheiden und nicht die sexuelle Orientierung der Eltern. Was halten Sie persönlich von dieser Idee, eine Ruhrgebietsstadt und auch Ihre persönliche Macht als Oberbürgermeister dann vielleicht abzugeben? Also habe ich kein Problem mit Macht abzugeben, weil ich ja feststelle, dass heute Macht ist, kann auch morgen Ohnmacht sein. Denn wenn ich in 3 Jahren wiederkomme und die Frau ist immer noch nicht da, habe ich mit meiner Macht aber nicht anfangen können. Ja? Ich glaube, die Zusammenarbeit im Ruhrgebiet muss kommen, aber sie kommt nicht von oben verordnet, sondern nur, wenn sie von unten zwischen den Städten wächst. Und da haben wir eine große Chance, auch mit neuen Oberbürgermeistern, dem Kollegen aus Bochum, zum Beispiel kenne ich, der ist ähnlich alt wie ich, aus meiner Zeit im Nordrhein-Westfälischen Landtag, der ist von der SPD, aber ich kann auch von der SPD und von Schlechten unterscheiden und andersrum auch, bei mir sind ja nicht alle nur schlau. Sie haben gerade selber gesagt, in Essen können wir alles, bis auf guten Männerfußball, würde ich vielleicht so unterstützen. Deshalb frage ich mich, habe ich letztens in der Zeit gelesen, das ganze Geld, was für den Radverkehr geplant war, ist in das Stadion geflossen. Warum ist das in das Stadion geflossen? Also, wir sind ja im Fußballbereich, deshalb freue ich mich über diesen Elfmeter, den ich jetzt verwandeln werde. Also, es ist richtig, dass wir 500.000 Euro im Haushalt 2015 vorgesehen hatten für Radausbau, da aber der Haushalt das ganze Jahr gesperrt war, konnten wir von diesen 500.000 Euro nicht einen einzigen Euro ausgeben. Also das Geld blieb auf der hohen Kante liegen. Jetzt ist aber in der Stadt nicht so wie so ein Sparbuch, das wir letztes Jahr nicht ausgegeben haben, können wir dieses Jahr ausgeben, sondern das verfällt wieder, weil der Kämmerer das nicht überträgt. Und dann fangen wir in diesem Jahr wieder bei 500.000 an und nicht bei einer Million, die wir letztes Jahr nicht ausgegeben haben. Deshalb war sozusagen das total schlau, wenn wir im Stadion kurzfristig eine Unterdeckung haben, weil alles viel teurer wird, nämlich dreimal so teuer wie ursprünglich vorgesehen, nicht 500.000 im Jahr, sondern 1,5 Millionen, dass man gesagt hat, okay, wie kriegen wir kurzfristig Deckung hin, ohne irgendwie die Witwen und Waisen und den Armen dieser Stadt immer wegzunehmen, dann nehmen wir doch das Geld, was wir rechnerisch nicht verausgabt haben. Und das waren, bingo, die 500.000 Radverkehr. Wenn wir die nicht für Stadion verwandt hätten, hätten wir trotzdem keinen Radweg bauen können, weil Ende des Jahres baust du auch nicht mal eben für 500. Mir ist nicht bekannt, ob die Gymnasiasten diese Rechnung verstanden haben. Ich auf jeden Fall habe diese Kämmerer-Mathematik nicht so ganz verstanden. Und deshalb habe ich danach ein sehr gutes Gefühl, dass wir ganz, ganz viel erreicht haben, dass wir auch in dieser Stadt die Körpersprache verändern, dass wir eine offene, tolle Stadt sind. Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung mit einem interessanten, humorvollen Oberbürgermeister Thomas Kufen.